mal Hand aufs Herz. Welches Betriebssystem läuft auf eurem 3D-Drucker? Ist es Marlin? Ist es Clipper? Ist es Bamboo OS? Habt ihr Mainsail oder Fluid installiert? Ihr könnt mit den Begriffen alle nichts anfangen. Na, dann seid ihr in dieser Folge genau richtig, denn wir haben MeetEU einen Mainsail Maintainer mit am Start. Und er wird uns ein bisschen was über das Betriebssystem Clipper erzählen, auch über Mainsail, über die Web-Oberfläche. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makeorama.de und wir starten gleich rein ins Interview. Herzlich willkommen, MeetEU. Schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen, Maggie. Danke, dass ich dabei sein darf. Danke. Du bist Maintainer beim Mainsail-Team. Erklär doch mal kurz den Zuschauern, was ist ein Maintainer und was ist Mainsail bzw. Clipper und all diese Begriffe, die man da so um die Ohren geschmissen bekommt, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ja, also Maintainer ist mehr oder weniger die Person, die hauptsächlich ein Projekt, meist halt Open-Source-Projekt, supportet, verwaltet, würde ich jetzt eher sagen. Mhm. Also auch teilweise entscheidet, welche Pull-Requests, also welche Features reinkommen, welche nicht kommen und mehr oder weniger einfach die Software verwaltet und hauptsächlich auch programmiert in meinem Fall. Mhm. Okay. Und um das jetzt zu erklären, also die Clipper-Welt ist ja mittlerweile eher größer geworden. Also Clipper selbst war ja früher nur die Firmware selbst, also die Software, die deinen Drucker bewegt hat, gesteuert hat, also aus G-Code Bewegungen gemacht hat, mehr oder weniger. Und dann ist vor ein paar Jahren halt Moonraker und Mainsail dazugekommen, als weitere Parts. Und da fängt es halt mehr oder weniger an. Clipper selbst hat eine Schnittstelle benötigt, dass andere Software-Parts mit Clipper kommunizieren können. Da kam dann Eric, also Arxin, mit ins Boot und hat die Clipper API Moonraker programmiert. Mhm. Und da wurde ich dann halt auch eingeladen, Mainsail als ein Web-Frontend dazu zu programmieren. Mhm. Kurze Zwischenfrage. Alles mal aus einer Clipper-Hand zu bedienen. Mhm. Kurze Zwischenfrage, also für die Zuschauer, die es nicht wissen. Also ich habe jetzt zum Beispiel mal 2018 in Creality CR10 damals noch mit Clipper ausgerüstet, da war es ein großes Ding, dass man das LCD-Display noch zum Laufen kriegt und sowas in Richtung. Clipper an sich ist ja erstmal nur das Betriebssystem, was auf dem Drucker an sich läuft, also auf dem Raspberry Pi. Ja. Und der Pi steuert dann das Mainboard, würde ich mal sagen, die ganzen Stepper, die da drauf angeschlossen sind, richtig? Genau, also jede Bewegung wird berechnet auf dem Raspberry, also auf deinen Host-PC, muss jetzt nicht unbedingt ein Raspberry sein. Ja, okay. Und die Boards selbst, also das Druckerboard selbst, wo man ja früher Marlin zum Beispiel drauf geflasht hat, das wird mehr oder weniger umgeschalten und das bekommt vom Clipper nur noch die Bewegung diesen Eingang aus, diesen Eingang ein und so weiter. Also nur ganz minimale Befehle und die Hauptarbeit wird alles am Raspberry gemacht. Das heißt also, der Drucker wird dadurch auch schneller und auch entlastet, also gleichmäßiger ausgelastet, richtig? Ja, genau. Also das Druckerboard, das ja wenig Rechenleistung hat, wird komplett entlastet. Und der Host, der Raspberry, der viel, viel mehr Rechenleistung hat, der macht halt die Hauptarbeit. Hat auch den Vorteil, dass man mehrere Boards gleichzeitig damit bedienen kann. Das war ja Anfang von den Vorons ja auch notwendig, wo wir noch zweimal SKR 1.3 verbaut haben, weil es damals halt auch keine so großen Boards gab, um alle Stepper-Treiber zu bedienen. Ich erinnere mich so dunkel, ja. Ja, und wie kam dann jetzt zum Beispiel Moonraker und Mainsail mit ins Spiel? Also du hast eben was gesagt gehabt, dass ihr dann gesagt habt, okay, ihr wollt das Ganze von der Bedienung her nach außen öffnen, dass man da jetzt nicht nur über das normale LCD-Display arbeitet, sondern vielleicht auch über ein Webinterface. Wie funktioniert das Ganze und wie kann man sich das jetzt ungefähr vorstellen? Wer erledigt welchen Part? Also die Parts, die sind eigentlich sehr strikt getrennt in dieser Architektur. Früher war halt so, man konnte entweder nur mit G-Codes kommunizieren, mit Clipper selbst. Das war eine virtuelle Schnittstelle auf dem Raspberry. Mit der konnte man zum Beispiel auch Octoprint betreiben, zu der damaligen Zeit. Ja. Und wir hatten halt eher den Wunsch, mehr Informationen zu bekommen, als wie
die über G-Codes verfügbar waren. Plus, man musste ja immer warten, wann wird der G-Code bearbeitet, wann bekommst du die Antwort. Und das war halt irgendwie aufwendig für eine Software, die eh schon am Raspberry läuft. Da dachten wir so, das muss ja irgendwie klüger gehen, die Informationen jetzt nicht durch den G-Code mit zu verarbeiten, sondern irgendwie auf der Seite rauszubekommen, mehr oder weniger vom Clipper. Mhm. Und Axine selbst war ja damals schon sehr, sehr aktiv in Clipper selbst. Alles, was Batmash betrifft, hat zum Beispiel er gemacht. Mhm. Und er war halt da auch schon sehr viel tiefer drin in den ganzen Clipper-Code. Und hat dann mit der API selbst angefangen. Das war ganz am Anfang direkt ein fixer Bestandteil von Clipper. Mhm. War super zum Drucken, kein Problem. Die erste Mainsail-Anbindung war auch so. Über das fix integrierte Modul. Problem war, man konnte keine Config-Files bearbeiten, beziehungsweise Clipper neu starten, weil wenn Clipper nicht gestartet wurde, hatte man keinen Zugriff auf Webinterface. Das war noch bevor es Octo-Clipper gab, in der Hinsicht, dass man da schon die Konfiguration quasi in Octoprint quasi ändern konnte und neu starten und alles konnte? Nee, Octo-Clipper war davor schon. Okay. Aber das war halt mit G-Codes geregelt, wie man alle anderen Befehle macht. Okay. Aber ganz am Anfang von Mainsail war das so. Mhm. Und dann ging halt Axin her und hat halt Moonraker komplett extrahiert als eigene Software. Und die macht jetzt im Prinzip alles, was nicht den Drucker direkt steuert, aber was nicht das Webinterface am kleinen PC machen kann. Sprich, Dateien schreiben, Dateien verwalten halt allgemein, dann auch Clipper neu starten oder so Dinge. Mhm. Also verschiedene Services halt neu starten, Metadaten auslesen. Und auch wenn man den kompletten Drucker ein- und ausschaltet, so Bauermodule, das macht zum Beispiel auch Moonraker. Also Okay. Alles, was am Raspberry passieren muss, aber nicht wirklich was mit der Druckersteuerung selbst zu tun hat, mit der Druckerhardware. Das macht jetzt Moonraker. Clipper selbst macht halt alles, was zwischen G-Code und fertigem Druck mehr oder weniger ist. Also aufheizen, Material fördern, bewegen den Drucker und so weiter. Mhm. Und Mainsail ist ganz einfach gesagt nur das Interface, was den User anzeigt, was der Drucker gerade macht. Mhm. Mainsail selbst macht eigentlich nichts automatisch. Wenn, dann ist es ein Part von Moonraker oder Clipper, was irgendwas automatisiert macht. Mainsail ist nur Anzeige. Ja, also klassisch Webinterface halt, wie ich es jetzt manchmal aus meinem Job her kenne, den ich früher ausgeübt habe, ne? Genau, reines Frontend dazu, ja. Was ist denn jetzt, zum Beispiel, es gibt ja noch das Pendant zu Mainsail, das nennt sich Fluid. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Also für mich, wenn ich mir das angucke, jetzt zum Beispiel mal auf dem TwoTrees ist standardmäßig Fluid installiert. Zum TwoTrees können wir ja gleich nochmal kommen, was da die Hersteller an sich noch bauen. Aber was ist denn der Unterschied jetzt zwischen Fluid und Mainsail? Der Hauptunterschied dazwischen ist der Maintainer. Also bei Mainsail bin es halt ich und bei Fluid ist es Pedro. Okay. Und früher war es eine andere Person noch, aber die hat das dann fallen gelassen und dann ist halt Pedro gekommen als Maintainer. Und ja, es macht im Prinzip genau dasselbe, nur es sieht optisch minimal anders aus. Andere Maintainer, andere Entwickler haben halt minimal andere Vorstellungen, wie dieses Feature sein könnte oder sollte. Und dadurch gibt es halt minimale Unterschiede, aber vom Funktionsset her sind beide ziemlich ident. Einmal hat der eine ein Feature früher, einmal der andere ein Feature früher. Gibt sich aber jetzt nicht viel und wir arbeiten aber schon seit Jahren jetzt schon sehr eng auch miteinander. Okay, also, das heißt, wenn ein neues Feature kommt, sprechen wir das vorher auch untereinander ab. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, das wäre immer so ein bisschen so eine Rivalität halt dagegen, weil es ja auch in der Community manchmal so, oh, wie du hast Mainsail drauf, installiert oder Fluid oder umgekehrt. Nee, also die Rivalität, die kommt eher von der User-Seite. Okay. Also seit Pedro das Ruder übernommen hat, ist das eher ein engeres Zusammenarbeiten, was sehr schön. Sehr schön ist. Mhm. Und wenn jetzt einer von uns ein Feature macht, was auch in Clipper integriert wird oder in Moonraker,
dann klären wir das meistens auch davor ab. Würde dir noch was einfallen? Sollten wir was anderes machen oder so? Mhm. Und dann wird das frühzeitig meistens schon integriert. Ja, cool. Wenn man jetzt zum Beispiel mal eine Idee hat, die man gerne in Mainsail oder Fluid sehen möchte als Feature, wie du eben gesagt hast, wie kann man das dann an euch herantragen, dass man sagt, okay, hier, ich habe jetzt da keine Ahnung, ich weiß, ich habe damals, glaube ich, dich mal gefragt, ob man nicht irgendwie statt über das Einstellungsmenü das Dashboard verwalten kann, wie es denn auszusehen hat, dass man es vielleicht direkt per Drag and Drop oder sowas machen kann. Ich weiß nicht, ich habe gesagt, ich kümmere mich drum, aber ich habe es bis heute noch nicht gemacht. Ich kann mich so leicht dran erinnern, dass da irgendwas war mal, ja. Ja, also der beste Weg wäre bei uns auf GitHub ein Issue aufmachen mit einem Feature Request und dann besprechen wir das intern durch. Also Mainsail Crew besteht ja aus mehr Leuten, nicht nur ich. Wir sprechen das dann meistens intern durch und dann geben wir eine Antwort, halt einer von uns. Und wichtig ist bei uns halt, dass das auf GitHub passiert, weil das zugleich unsere To-Do-Liste ist. Ja. Wir verwalten unsere nächsten Schritte alle auf GitHub. Und wenn das jetzt nur über PNs passiert, dann geht halt leider leichter was verloren. Ja, natürlich. Oder vergessen. Natürlich. Für alle, die jetzt nicht wissen, was GitHub ist. GitHub ist so eine Art, ist ein Repository, also eine Versionskontrolle, in der man quasi Entwicklungsstufen von einer Software Stück für Stück quasi umsetzen kann und dann halt auch wegspeichert. So ähnlich wie die Time Machine beim macOS, wenn ihr das kennt. Dass man also verschiedene Versionsstufen halt immer abspeichern kann und immer wieder zurückgehen kann, falls irgendwas kaputt geht. Und da kann man natürlich auch mittlerweile einiges mehr machen. Also da kann man Fehler aufmachen, Issues halt, ja. Wobei ihr das jetzt nutzt als Feature-Liste sozusagen, als Feature-Request, ne? Finde ich ziemlich cool. Jetzt haben wir eben drüber gesprochen, Fehler auf dem Two-Trees. Wir hatten letztens nochmal angefangen, darüber zu schreiben, dass beim Two-Trees bei Clipper nochmal, naja, bei dem SK1 jetzt hier zum Beispiel mal beim Start immer zweimal so Unknown Command Print Start oder Start Print kommt. Da hast du mir auch gesagt gehabt, ja, das ist, weil dann die Hersteller nochmal in Clipper nochmal ein bisschen was umbauen, was ja zum Teil auch nötig ist, damit es halt mit den Prozessoren und allem drum und dran, mit der Hardware dieses, wo das Gerät ausstatten, nötig ist, ja, dass sie es dann machen. Aber auf der anderen Seite hast du gesagt, du wünschst dir auch oder generell wünscht sich das Entwicklerteam von Mainsail und Clipper eher so eine engere Zusammenarbeit, so wie jetzt zwischen euch Fluid und Mainsail zwischen den zwei Teams, dass man da irgendwie die Hersteller nochmal mit an Bord nimmt. Wie ist denn da aktuell die Kommunikation? Wie wird denn das so gehandelt, wenn ich jetzt mal sehe, so ein Two-Trees oder so ein Creality K1 oder sowas in Richtung wird dann mit Clipper ausgestattet? Kriegt ihr davon was mit? Nee, also gar nicht. Bei den einzigen, wo wir was mitbekommen, ist hauptsächlich Big Retech natürlich und ein anderer, Eligo, hat sich auch mal gemeldet, aber da ist dann nichts weiter passiert. Aber die meisten beim chinesischen Hersteller, die bringen einfach irgendwas raus und das war's. Wo ich jetzt zum Beispiel mehr Kontakt habe, ist Prusa, weil die HD-Serie basiert ja auch auf Clipper und die fragen mittlerweile aktiv nach und da kann man halt auch schon, wo sie eventuell falsch gedacht haben, wo sie ein eigenes Modul machen wollten, kann man auch sagen, ja, hey, mach das mit so und so einem Makro, dann veränderst du keinen Clipper-Code, hast weniger Probleme mit dem Updaten. Und das gehen sie dann noch ein und genau sowas wäre halt wünschenswert. Vor allem, wo ich den Creality K1-Code angesehen habe, da waren ganz, ganz viele Makros hart gecodet. Was halt irrsinnig kompliziert war zum Updaten danach und so. Und man denke so, hätten die davor einmal dieses Setup den Clipper-Jungs gezeigt oder im Mainsail-Team, wen auch immer, die hätten alle gesagt so, hey, mach das ein bisschen anders. Wäre viel, viel leichter für den User, viel, viel leichter zum Warten für die Zukunft. Aber so wie sie es jetzt rausgebracht haben, war es halt mehr oder weniger der Worst Case für den User. Naja gut, ich sag mal so, also man kann es auch so machen wie Two-Trees, die haben einfach gleich die Updates in Fluid komplett abgeschaltet, dass man nicht mal sieht, welche Version, also man sieht die Version, die drauf ist, aber man kann halt keine Updates machen, ja. Man kann nur ein Update machen über die SD-Karte, wo man das Gehäuse aufschrauben muss. Das ist natürlich auch nicht zweckdienlich, würde ich mal sagen. Ne? Und das sind ja meistens die MKS-Boards, die viele chinesische Hersteller verbauen. MKS selbst hat eigentlich ein relativ gutes OS noch für diese Boards.
Nur was dann die einzelnen Hersteller draus machen, die es dann fix in Drucker verbauen, das sieht dann immer komplett anders aus. Mhm. Plus gewisse Boards am Druckerboard selbst werden abgelötet oder sind gar nicht halt drauf und so. Vielleicht Forge. Also sieht so wie ein, sieht so richtig wie ein abgeschnittenes Board teilweise aus und so genau das, was wir brauchen, ist drauf und den Rest schneiden wir alles weg, in der Software weg, in der Hardware weg und wenn der User danach nur irgendwas machen will, ist es komplette Katastrophe. Mhm. Und da wäre halt so mehr Richtung generische Hardware, generische Software sehr vom Vorteil. Ja, das ist auch das, was ich beim FlashForge Adventurer 5 zum Beispiel mal kritisiere, dass man da wirklich auch die JST-Stecker zum Beispiel mal runtergelötet hat. Während sie beim 5M Pro halt noch verfügbar sind, sind sie beim 5M komplett runtergelötet von der Platine oder gar nicht erst draufgelötet. Ja. Und ähnlich macht auch das ganze Betriebssystem so den Anschein, wie du es gerade sagst, dass man sagt, okay, das brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir lassen es mal komplett weg. Wir schneiden alles, was wir nicht brauchen, ab. Also Moonraker ist nicht drauf. Mainsail oder Fluid ist nicht drauf. Auch keine eigene Web-Oberfläche. Kann ja gar nicht ohne Moonraker. Sondern wirklich nur Barebone Clipper. Das finde ich dann schade, weil eigentlich ist es ein schönes Gerät, ja. Und heute kam ein Kommentar, wo einer gemeint hat, ja, du kannst ja in der Printer-Config einfach einstellen, wie viel Material denn der Drucker beim Filamentwechsel denn ausspuckt. Ja, aber dafür muss ich erstmal dem Benutzer, dem Kunden beibringen, der sich vielleicht gar nicht mit dem Drucker auskennt, sondern einfach nur ein Gerät haben will, was er hinstellt. Hey, pass mal auf, du musst dich jetzt da mit dem Skript quasi in den Drucker hacken, musst dann in dem Drucker über Nano oder Vim die Printer-Config ändern und dann hast du das alles soweit hinbekommen und dann ist gut. Da muss man einen User finden, der mit Vim arbeiten kann. Ja. Also ich persönlich kann's. Ich tue mich zwar ein bisschen schwer manchmal, weil halt ich eigentlich hauptsächlich mit Nano arbeite, aber das ist ja meistens nie installiert auf den Maschinen. Aber genau. Habt ihr denn mal versucht, aktiv auf die Hersteller zuzugehen, wenn ihr seht, so ein Gerät kommt raus? Weil es ist ja auch sinnvoll, wenn die Hersteller sagen, okay, wir quatschen mal mit euch, damit wir halt beim nächsten Gerät, was rauskommt, vielleicht eine bessere Version haben? Oder ist da gar kein Feedback oder gar keine Kommunikation in der Hinsicht? Bei Eligo war mal Feedback. Mhm. Hat gut angefangen, hat aber sehr schnell stark nachgelassen, leider. Okay. Also da hätte ich mir mehr erwartet oder fortführend irgendwas erwartet und das ist leider nicht zustande gekommen. Mhm. Bei einem amerikanischen Druckerhersteller sind wir im Gespräch. Der will auch halt Clipper als Firmware verwenden und in dem Fall auch Mainsail als Oberfläche. Mhm. Und da ist auch so, wie du früher schon angefangen hast zu sprechen, ein leichtes, beschnittenes Webinterface vorgeschalten und dann aber das volle Mainsail ist direkt installiert und kann freigeschaltet werden. So, da in die Richtung geht es dann jetzt auch weiter. Und das finde ich halt cool, die haben halt von Anfang an uns angesprochen und gesagt, ja, das wäre unsere Vorstellung. Wir hätten gern sowas in der Art. Mhm. Um auch den Schulen oder so, wo halt auch nicht erfahrene Leute mit den Maschinen arbeiten, nichts kaputt machen können. Ja, dass man auch vor allen Dingen den Zugang für Kinder zum Beispiel mal ein bisschen einschränkt, dass sie da keinen Unfug treiben oder sowas in Richtung. Ja. Genau, genau. Also, dass die Schüler nur auf diesen Druck starten, diesen Druck pausieren, klicken können, mehr oder weniger. Und die Config und so weiter für einen Lehrer ist. Mhm. So, mehr oder weniger ist das gedacht, ja. Ja, sehr cool. Was ist das für ein Hersteller, wenn ich fragen darf? Loosebot. Loosebot, okay. Okay, ja, cool. Du hast eben noch Peopoly erwähnt, die ja auch mit dem Magneto X, glaube ich, heißt der Drucker, auch Clipper installiert haben. Ich meine, es kommen jetzt sehr viele Drucker raus. Ne? Der Frozen Arco kommt raus, der hat auch schön dick, fett Clipper drin stehen. Wisst ihr da schon was da auf den Maschinen wirklich drauf ist? Oder? Nee, also beim Magento schon. Mhm. Die arbeiten mit Mainsail und Mainsail OS sogar. Okay. Weil die verwenden einen Orange by Zero 2 mit Mainsail OS. Okay, das ist cool, ja. Ja. Das sieht man nämlich in dem ersten Werbevideo, wo der Pi startet, sieht man dann Orange by drinnen stehen. Ja, sehr nice. Also, habe ich selbst mal nachgefragt und da wurde es dann bestätigt. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich meine, gut, der Drucker kostet halt, glaube ich, $2,000 oder so in Richtung. Das ist jetzt nicht unbedingt was für jeden, aber das ist so eigentlich das, was ich mir wünschen würde halt. Vor allen Dingen, dass die Hersteller halt auch mal, also wenn ich jetzt mal ich gucke jetzt gerade auf den Creality K1C da drüben, ja.
Die sind ja mittlerweile so weit, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt den Root-Zugang freigeschaltet, das habe ich gestern alles so weit durchgekaut, habe auch die ganzen Module installiert, die ich halt wollte, also auch Octo Everywhere und so in Richtung, dass ich es da in die Cloud quasi bei mir einbinden kann. Aber ich würde mir halt wünschen, dass das Ganze noch ein bisschen einfacher ist. Nur was mir aufgefallen ist beim K1 zum Beispiel, war auch ein Kriterium für mich, dass ich mir den erstmal nicht gekauft habe, dass das Repository, also das Annex-Repository für die jeweiligen Drucker halt noch nicht freigegeben war. Wie empfindet ihr das als Entwicklerteam, wenn der Hersteller kommt und sagt, ja, wir haben Clipper drauf oder es vielleicht gar nicht erst erwähnt, wie bei Flashforge und dann im Nachhinein sich herausstellt, da ist Clipper drauf, aber es hat keiner wirklich die Open-Source-Lizenz wirklich so wahrgenommen und einfach mal so ins Blaue heraus einfach einen Drucker veröffentlicht, ohne da irgendwie was Open-Source zu machen vom Quellcode. Ich glaube, da war Creality mit dem K1 der erste große Hersteller mit großem Marketing und so weiter. Mhm. Das hat uns eigentlich alles sehr gestört. Also die ganze Clipper-Community, mhm, egal jetzt ob Kevin oder Pedro oder ich mit den Frontends. Und es war halt auch intern, da gab es intern mal ein Gespräch und da wurde auch mal erwähnt, so, nee, der hat keinen Clipper drauf. Der ist was Eigenes. Der K1. Und ja, genau, der K1. Okay. Und dann habe ich relativ am Anfang einen zur Verfügung gestellt bekommen, nicht von Creality, sondern von einem Freund. Mhm. Und habe halt sofort gesehen, dass der Clipper drauf ist. Und ja, deswegen habe ich damals auch einen öffentlichen Post gemacht mit den Files-Auflistungen, wo 1:1 Clipper drin war. Mhm. Und die haben es am Anfang sogar noch bestritten. Und das war, also Creality war da wirklich nicht sehr angenehmer Partner, was das betrifft. Mhm. Und dann sind die durch einigen User-Druck erst umgerudert und haben das alles freigegeben und auch gesagt, nee, nee, da ist Clipper drauf und so weiter. Mhm. Und das hat halt sehr lange gebraucht bei Creality. Und vielleicht deswegen machen es jetzt andere nachfolgende Hersteller besser. Mhm. Möglicherweise. Aber woher denkst du, kommt das, dass jetzt die Hersteller sich so, ich meine, es ist ja nichts dabei, wenn man Clipper drauf hat oder so in Richtung. Klar, Creality hat jetzt noch mit Creality OS eine eigene Web-Oberfläche, denke ich mal, drauf. Die müssen sie aber nicht zwingend veröffentlichen, sondern das Clipper ist ja erstmal das Entscheidende. Da ist ja, denke ich mal, nichts dabei, dass man den Code veröffentlicht, oder? Ja, aber keine Ahnung, vielleicht ist es einfach nur die chinesische Mentalität in diesem Fall. Ich weiß es selbst nicht. Mhm. Vor allem, es ist in erster Linie nichts Schlimmes drin gewesen. Ja. Da waren halt eigene G-Codes hard gecodet, also Makros hard gecodet, statt einfach in die Config geschrieben. Dann waren die Deload-Cells drin, aber die waren eigentlich geklaut aus einem offenen PR aus Clipper. Mhm. Und okay, die Fehlermeldungen haben die alle umgeschrieben mit einem Fehlercode dazu. Es war ja jetzt nichts Schlimmes im Clipper-Code, wo ich jetzt sagen könnte, ja, das wollten sie unbedingt verheimlichen, dass kein anderer Hersteller das haben könnte. Nein, um Gottes Willen, also. Deswegen. Ich denke mal, die Fehlercodes haben sie sich gebaut, damit sie im Interface vorne auf dem Display bestimmt was anzeigen können und bestimmte Grafiken einblenden können oder sowas in Richtung. Aber ich sehe das auch so, das ist ja nichts Schlimmes, ja. Das ist ja jetzt kein Betriebsgeheimnis in dem Sinne, ja. Ja. Jetzt gibt's ja noch so die Diskussion, ich meine, China, Open Source ist immer so ein Thema halt, wie sie sich damit verhalten, aber es gibt so ein Thema, da haben wir auch letztens noch mal kurz drüber gesprochen, da hast du mir relativ klipp und klar eine Antwort gegeben, die mich überrascht hat. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Und zwar das Thema Bamboo Lab. Ja. Ist denn in dem Betriebssystem von Bamboo, ist da Clipper enthalten oder haben die was Eigenes gebaut? Ich denke stark, dass es wirklich was Eigenes ist. Okay. Es ist ja jetzt auch ein Leak rausgekommen diese Woche von einer Encrypted Logfile. Ja, von 3D Musketeers, genau. Ja, genau. Und wenn man die durchsieht, es sieht nichts nach Clipper aus. Also wirklich gar nichts. Also, und auch vom Verhalten her, ab und zu gewisse Verhaltenszüge hat er ähnlich wie Clipper. Aber da hat auch der Chef von Bamboo Lab mal in einem Interview zugegeben, dass sie sich orientiert haben beim Designen der Software an Clipper. Was ja nicht schlimm ist. Aber, nicht. Gar nicht. Ja. Und deswegen denke ich halt, dass das so rüberkommt, aber
es ist definitiv kein Clipper, wenn man irgendwelche Logfiles oder so ansieht. Was ja durchaus, finde ich, auch positiv ist, dass sie sich da wirklich die Mühe gemacht haben. Und es ist auch nichts Schlimmes dabei, wenn sie sagen, okay, wir halten dann die Software closed source. Bin ich ja absolut d'accord damit, dass sie das machen. Ich meine, nicht jeder Hersteller muss jetzt hingehen und direkt seinen Source Code freigeben. Das finde ich auch vollkommen legitim. Dann muss man in der Hinsicht auch einfach sagen, okay, man vertraut der ganzen Geschichte. Aber jetzt mal in Bezug auf das Video von 3D Musketeer. Ich habe auch viel mit ihm hin und her geschrieben. Wir sind doch gerade per E-Mail noch im Austausch, dass wir auch mal noch mal einen Podcast machen demnächst. Aber wie reverse-engineert man zum Beispiel mal jetzt beim K1, dass da Clipper drauf ist? Woran seht ihr das denn überhaupt? Wie kommt ihr da, also wie kann man sich das vorstellen? Also wo ich meinen K1 bekommen habe, da war schon ein Hack mehr oder weniger im Internet verfügbar, wie man den routen kann. Und da der dann geroutet war mit SSH-Zugang, war es ja kein Problem mehr. Das ist der mehr oder weniger einfach nur auslesen. Genau, das ist der Knackpunkt, dass man erstmal SSH-Zugang hat, also über die Konsole quasi Zugang hat zum Drucker und dann kann man quasi gucken, ist in dem Verzeichnis irgendwo Clippy oder Clipper entsprechend was vorhanden. Ne? Genau. Ich meine, das Einfachste wäre halt mehr oder weniger Clipper-spezifische G-Codes einfach mal in den G-Code schreiben und schauen, ob er sie macht. Okay. Weil Clipper ist ja mehr oder weniger die einzige Firmware, die Namen auch als G-Codes verwendet. Nicht nur die M- und G-Codes. Okay. Also, das wäre der einfachste Test. Du hast eben erwähnt, dass die Hersteller hingehen auch gerade Creality und Makros in den Code hardcoden. Ja. Kann man das irgendwie als Benutzer nochmal, also wenn ich jetzt zum Beispiel mal den K1 oder den K1C, wenn ich den jetzt auf Mainstream umrüste, habe ich natürlich auch erstmal so eine Latte an Makros, die da angezeigt werden, die ich erstmal so schön Stück für Stück ausblende, weil ich sage, das brauche ich alles nicht. Ja? Ja. Also zumindest mal nicht in der Web-Oberfläche. Aber gibt es auch eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, man baut sich das einfach in eine Makro-Config und bindet die ein? Oder ist das, gibt es da keinen Weg dahin, dass man sagt, okay, man macht sich auf die Art und Weise das Update später leichter? Ich habe es bei denen dann gemacht, den ich hier hatte. Ich habe die Quality Hardcoded Makros alle rausgenommen und habe die nur noch über G-Code, also über Config gemacht. Also richtige konfigurierte Makros. War von denen her kein Problem. Und das heißt aber, du musstest dann aber auch irgendwie das Betriebssystem, das Clipper nochmal auf das Board überspielen dann im Prinzip, ja? Oder? Nee. Direkt auf der Maschine? Ja, ich habe direkt über die Konsole die richtigen Config-Files von, also die Clipper-Files von Creality gelöscht und meine Codes einfach mit Mainsail eingespült, also meine Config. Okay. Gibt es die Möglichkeit für jeden, der das jetzt hört oder sieht, das Ganze bei sich auch auf dem K1 nachzumachen? Ist es empfehlenswert oder sagst du, es ist zu kompliziert, das müssen wir nochmal irgendwie ausbaldobern? Mittlerweile ich habe das alles dokumentiert. Aber mittlerweile sind diese Docs definitiv veraltet. Okay. Und ich glaube mehr oder weniger, dass man da zuerst diese mal updaten müsste, bevor man das macht. Okay. Oder dazu bräuchte ich wieder einen K1 zu Hause. Den habe ich aktuell nicht. Da kann ich dir vielleicht bald einen vorbeibringen. Eventuell ergibt sich bald was, dass ich bei Nobofil vorbeigucke und dann könnte ich dir einen vorbeibringen. Wobei dann wird mich Hera erstmal töten quasi, weil er mir gesagt hat, er gibt mir seinen A1 Mini für einen K1 zum Austausch für ein paar Wochen. Aber ja. Ja, oder du nimmst einfach den von Nobofil wieder mit und bringst ihn mir wieder. Das ist nämlich genau den ich hatte. Ah, okay. Ja, gut. Ja. Weil innerhalb von Österreich war das halt kein Problem, den herzuschicken. Ja, klar. Klar, logisch. Was würdest du dir denn jetzt wünschen oder... Ich habe ja auch Kontakt zu Creality, dass man mal irgendwie versucht, sich zusammenzusetzen. Wäre das denn wünschenswert, dass man da versucht, was irgendwie auf die Beine zu stellen und da mal so ein, wie heißt das, was Eigenes zu bauen, statt jetzt irgendwie immer das Ganze so am Anfang zu beschneiden? Wäre, denke ich mal, sinnvoll, oder? Für einen User wäre es sinnvoll, nur ich weiß nicht, wie weit die anderen Clipper-Maintainer noch bereit sind, mit Creality wirklich zusammenzuarbeiten. Also denke ich jetzt mal. Ich habe keinen gefragt, aber da ist schon richtig viel schief gelaufen. Okay. Damals. Okay, was natürlich schade ist, ja. Ja.
jetzt, weißt du schon was von Druckern, zum Beispiel mal, die jetzt in naher Zukunft kommen, zum Beispiel mit der Frozen Arc oder so in Richtung, oder jetzt auch Lulzbot, klar, okay, aber was da alles an Clipper noch bevorsteht oder was da jetzt noch an Druckern rauskommt demnächst? Ab und zu bekomme ich es mit oder wird danach gefragt oder irgendwelche Details gefragt, aber eher selten. Okay. Und aktuell, ja, ein, zwei wüsste ich vielleicht, die eventuell kommen könnten. Okay. Magst du uns nicht mal ran, ne? Nee. Okay. Was für Features können uns denn demnächst auf Mainsail oder bei Clipper im Prinzip überraschen? Was kommt denn da noch in naher Zukunft? Darfst du darüber reden? Ja, klar. Also da ist ja vor allem alles, was Mainsail betrifft, ist ja alles offen, ist alles auf GitHub zu lesen, wo ich gerade dran arbeite und was auch geplant ist. Wo ich mich derzeit wieder intensiv ransetze, ist vor allem so ein Maschinentagebuch. Mehr oder weniger. Und wo man auch die Wartungen eintragen kann, wie, weiß nicht, alle 50 oder 100 Druckstunden den Nevermore, die Aktivkohle tauschen und so weiter. Also Bambo-like sozusagen. Schmier mal jetzt hier die X-Achse oder die Y-Achse oder, ja? Ja, aber ich glaube, Bambo macht das nach ausgelesenem Widerstand von den Steppern. Okay. Wäre es nur nach Hand der entweder Datum oder Druckzeit, wie man es halt einstellt. Mhm. Also da arbeite ich jetzt gerade dran. Mhm. Das kommt in Mainsail nach. Kevin hat auch gesagt, dass das Jahr 2024 endlich sein soll. Ports-Flashen übers Webinterface. Okay. Ja, cool. Also vor allem updaten und Initial-Flash. Mhm. Also updaten als erstes vermutlich und Initial-Flash dann halt hinten nach. Mhm. Das bedeutet, man richtet sich erstmal auf dem Board quasi Clipper erstmal ein und kann dann quasi alles installieren. Also das, die Firmware auf dem Drucker und kann sich das Mainsail konfigurieren oder wie? Dass man so eine Art Installationsguide hat? Mit Guide weiß ich noch nicht, wie weit wir das dann auch mitmachen würden, können, werden. Mhm. Aber es ist halt so, die Grundvoraussetzung, unsere Vorstellung mal, einfach, man flasht Mainsail OS auf den Raspberry, steckt den Raspberry am Drucker an, macht Mainsail auf und sagt dann, okay, Board flashen, ich habe das und das Board verbaut und dann flasht der Raspberry das Board, ohne dass man jetzt irgendwie den Drucker öffnen muss, SD-Karten rumhantieren oder sonst irgendwas. Ja, das wäre unser also unser Wunsch, wie das im Endeffekt sein sollte. Mhm. In erster Linie kommt jetzt nur mal, dass das Board geupdatet wird, wenn schon einmal Clipper drauf war, weil das ist ja viel leichter. Ja. Weil du hast dann schon die Firmware, mit der du sprechen kannst, um dich, um es zu aktualisieren. Ja. Aber unser Wunsch wäre halt im Endeffekt, dass man wirklich mit einem blanken Drucker kommen kann, ein blankes Board, was gerade frisch eingebaut ist oder sonst irgendwas, anstecken, Webinterface öffnen und auf Flashen klicken. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche Erleichterung, dass man halt jetzt nicht jedes Mal die SD-Karten tauschen muss, muss ich echt sagen. Also das ist das, was mir am Two Trees am wenigsten gefällt. Da hoffe ich natürlich auch, dass das Feature dann bald funktioniert. Wenn wir jetzt schon gerade beim Thema mit dem, wie heißt es, Updaten und Flächen sind, wie fängt man denn aktuell am besten an, überhaupt sich mit Mainsail und Clipper auseinanderzusetzen? Wo fängt man da an, wenn man Fehler sucht oder wenn man irgendwie Hilfe braucht, weil irgendwas nicht funktioniert? Wie geht man da am besten Stück für Stück heran? Also Installation und Fehlersuche. Das finde ich derzeit auch leider noch ein bisschen ein offenes Thema bei Clipper. Also da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial. Mhm. Also generell, dass Dokumentationen mal überarbeitet werden. Weil die aktuellen Dokumentationen, wie man Clipper installiert, die sind, glaube ich, 4 Jahre alt. Mhm. Und da ist nur der Text für Octoprint. Okay. Und da gibt es noch kein Mainsail, kein Fluid, noch nichts drin in diesen Docs. Das ist durchaus ein bisschen veraltet, ja. Ja, das ist wirklich schon sehr veraltet. Hat aber Kevin auch gesagt, 2024 will er das machen. Ja, sehr cool. Dass mal die offiziellen Clipper-Docs geupdatet werden dafür. Mhm. Aktuell würde ich raten, wenn man jetzt mit Mainsail OS anfangen will, was halt das einfachste ist mit dem Raspberry, dann würde ich unsere
Docs vorschlagen, also docs.mesel.xyz. Mhm. Da ist aber leider auch nur der Teil drin, wie man MeselOS flasht, wie man die Weboberfläche öffnet und so weiter. Und dann ist wirklich ein großes Loch in jeder Dokumentation, wie man das Board flasht. Mhm. Und das ist mehr oder weniger Suchen im Internet, wer hat schon gemacht und wo gibt es eine Anleitung. Ja. Derzeit leider, muss ich sagen. Auch die Beispielkonfiguration für die Drucker ist auch immer eine große Frage, wenn ich irgendwas zeige mit Mainsail in Videos. Hey, wie kriege ich jetzt den Drucker richtig installiert oder wo kriege ich die Konfiguration her? Ja. Genau, also die erste Anlaufstelle dafür wäre halt immer das GitHub Repro von Clipper, mhm, in den Config-Ordner. Zuerst schauen, ob der Drucker selbst eine Config drin hat. Die fängt, mhm, dann mit Printer, Minus und dann Hersteller und Modell an. Wenn die nicht vorhanden ist, oder man das Board getauscht hat vom Drucker, dann halt die Generik und dann Boardname, diese Config verwenden. Mhm. Die ist halt dann nur fürs Board geschrieben und nicht für den Drucker. Also Achslängen und so weiter müssen natürlich alle angepasst werden. Mhm. Und ich hoffe, dass da halt auch in naher Zukunft Besseres kommt. Das würde mich auch sehr freuen, ja. Wenn man jetzt zum Beispiel mal einen Fehler hat, also ich habe jetzt letztens, wie gesagt, nach dem Unknown Command Start Print gesucht. Ja. Wo kann man denn da am besten nach einer Lösung suchen? Also wo gibt es denn da so an sich, wäre es Hilfe bei der Dokumentation, wie man solche Makros, wenn jetzt da das nicht richtig aufgerufen wird oder sowas in Richtung, wenn man da einen Fehler hat. Wo sucht man da am besten dann nach? Bei Makrofehlern selbst, die sind halt immer schwer zu finden, beziehungsweise nur von dieser Config abhängig. Da kannst du im Prinzip nur die Logfile von unten nach oben lesen. Mhm. Eigentlich. Und wenn man jetzt generell Fehler hat, wie Clipper oder Mainsail? Wenn man den Fehler knapp nach dem Updaten hat, mhm, dann würde ich bei Clipper speziell die Seite, also auf der clipper3d.org Seite, gibt es den Punkt Config Changes. Mhm. Also wenn man direkt nach dem Update-Fehler hat, als erstes immer diese Datei anschauen. Da steht alles drin, was sich mit welchem Update geändert hat. Zum Beispiel irgendein Attribut in der Config heißt jetzt anders. Zum Beispiel relativ Z-Index heißt ja jetzt relativ Z-Position, glaube ich, oder so. Müsste ich jetzt selbst nachschauen. Mhm. Aber so eine Namensänderungen, die findet man in dieser Datei oder auf dieser Webseite. Andere Fehler, die beim Einrichten kommen, da würde ich halt den gängigsten Clipper-Discord anfragen, mhm, oder auch Clipper den Discourse, also das Forum, mhm, das ist ja auch sehr gut betreut. Oder auch bei uns bei Mainsail, wir bieten halt auch Clipper-Support an. Oder halt, es gibt halt, wenn es ein spezieller Drucker ist, zum Beispiel Voron, mhm, dann würde ich halt ihm Voron Clipper-Channel fragen, weil da kennen sich halt die Leute halt am besten aus mit dieser Hardware halt auch. Ja. Das ist halt ab und zu auch schwer für uns im Mainsail-Team zu supporten, wenn jetzt irgendeine ganz spezielle Hardware ist, die ganz speziell angesteuert wird. Wir wissen auch nicht jede Hardware. Nein, um Gottes Willen. Das wird auch immer schwieriger, je mehr Drucker nochmal rauskommen, die Clipper und Mainsail drauf haben, denke ich mal, ja. Genau, genau. Und das, wenn dann der Hersteller auch noch was anders macht bei Clipper. Ja, klar. Dann ist es halt, deswegen bekommt so gut wie kein Creality-User Support in Clipper Discord oder bei, mhm, uns. Wir sagen immer, der Drucker ist von Creality, bitte frag den Support, ja, der kennt das Gerät. Ja. Die Links zu den ganzen Webseiten, die du jetzt genannt hast, packe ich nochmal unten in die Beschreibung rein. Die werde ich nochmal raussuchen. Ja. Und dann könnt ihr, wenn ihr dort Fragen habt, entsprechend euch dann hinwenden, beziehungsweise euch das mal durchlesen. Meteo, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Das waren ganz spannende Einsichten in das Thema Clipper und Mainsail. Es hat wunderviel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Du hast wahrscheinlich noch einiges zu tun in Sachen Clipper oder Mainsail besser gesagt. Ich auch nochmal. Ich gehe jetzt nochmal rüber, das ganze Setup hier umbauen, dass wir gleich nochmal streamen können. Da baue ich nämlich meinen Voron 2.4-300 zusammen, beziehungsweise erstmal den Rahmen. Nochmal vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl's rein, happy printing und ciao.